Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von DRC Freunde. Heute wieder von mir aus meiner kleinen Werkstatt. Um was es heute geht, seht ihr da hinten schon, aber nach dem Intro gibt's mehr. So, ihr habt es gesehen, heute geht es um den kleinen Unimog da. Losgegangen ist es eigentlich mit dem Willi von Wexlers AC, der Andi diesen Bausatz geschenkt hat. Wenn ihr das nicht gesehen habt, unten in die Links ist das Video drin, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und wie zu erwarten ist das Teil natürlich bei mir gelandet, weil Andreas mit dem Kleinkram nichts anfangen kann. Es ist schon zusammengebaut, wie ihr sehen könnt, da hinten steht er. Ihr habt in die Kommentare unter die Bilder bei Instagram und bei Facebook immer wieder gefragt, ja, was ist da los, wo gibt's die Datei? Ich möchte euch heute einfach mal ein bisschen mitnehmen, was dahinter die Kulissen so ein bisschen abläuft bei uns. Hinten seht ihr auch noch das C-Chat stehen, das ist auch noch nicht ganz fertig. So ist das mit den Projekten, immer bleibt was liegen, macht mal was anderes weiter. Ich würde sagen, wir kümmern uns heute um den Unimog. Ich zeige euch mal, was ich da alles gemacht habe. Vielleicht erstmal zur Kabine. Das ist das Originalteil. Mit dem hatte ich ursprünglich angefangen. Das ist das, was der Andreas geschenkt bekommen hat. Was ich dann noch gemacht habe, ist diesen Haken hier unten eingebaut. Ich zeige euch das mal schnell. Das ist quasi, ja, 1:1, fast 1:1 der Nachbau von dem Original Draxas Haken, der da unten drin ist. Mit dem Teil könnt ihr euch einfach die Kabine da drauf klipsen und schon ist das bombenfest. Aber wie ihr seht, die Kabine, die hat schon einiges Gewicht auf die Hüften. Und das war der Grund, dass ich gesagt habe, okay, nochmal ran ans Reißbrett. Wir überarbeiten das einfach mal noch ein bisschen. Daraus ist dann dieser kleine Unimog geworden. Mit einer komplett überarbeiteten Kabine. Hier vorne ist übrigens auch so ein Haken drin. Ganz klarer Fall, einfach aufsetzen, einklipsen, hält mega geil. So, und wie ihr sehen könnt, obwohl das schon mit der Kabine, also die Kabine hinten und dem Fahrerhaus, obwohl das schon zusammen ist, sackt der TRX4 fast nicht ein. Das heißt, die Kabine, die ich überarbeitet habe, die ist um einiges leichter. Ich habe es mal gewogen. Das Originalding, das wiegt 140 Gramm ungefähr. Und die, die ich dann umgedesignt habe, wiegt nur noch 85 Gramm ungefähr. Ja, also man sieht schon, es ist schon ein bisschen besser. Ich denke mal, wir wissen genauso wie der Willi von Wexlers AC, einfach noch so ein paar Spacer in die Stoßdämpfer einlegen. Aber ich bin mit dem Ergebnis schon echt zufrieden. So, hier sehen wir die Kabine. Jedenfalls die ganzen Einzelteile von der Kabine, die uns der Willi von Wexlers AC zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Aber ja, wer uns kennt, so einfach machen wir uns das nicht. Und der Willi hat uns schließlich die Challenge gegeben. Zeigt mal, was ihr daraus macht. Und zwar Originalkabine, die ganzen einzelnen Teile zusammengesetzt. Weil der Plan war, das Teil muss auf einmal gedruckt werden, nicht aus mehreren Teilen zum Zusammenkleben. Der nächste Schritt war die einzelnen Wände. Die hatten auf der Originalkabine, die wir hier nochmal haben, hatten die eine Wandstärke von 2 mm. Da habe ich mir gedacht, okay, da geht noch was. Ich habe die jetzt reduziert. Hier unten sieht man es ein bisschen auf 1,2 mm. Für einen 3D-Drucker mit 0,4 mm Düse sind es genau 3 Linien. So, und das sollte doch eigentlich auf die gesamte Kabine gesehen einiges an Gewicht einsparen. Der nächste Schritt war, die zwei Fenster, alles schön und gut. Mir hat da irgendwie für einen Scale-Faktor so wie so eine Andeutung von einer Tür gefehlt.
Dazu musste ich erstmal die zwei Fenster hier verschließen. Das habe ich einfach mit einer Platte gemacht, die ich da eingefügt habe, auch mit 1,2 mm. Dann habe ich mir quasi so eine Bohrung eingefügt. Arbeiten tue ich hier mit dem Programm Tinkercad. Das ist recht schön gemacht, auch für Einsteiger, also wer da Interesse an sowas hat. Man muss sich bloß einmal anmelden und dann kann man da 3D designen, was das Zeug hält. Ich habe auch schon ein paar Sachen damit gemacht. Und zwar, wie gesagt, einfach eine Tür eingefügt in Form von einer Bohrung, so nennen die das hier, mit der Wand verheiratet sozusagen, dass das dann hier so Abstand ist, dass das eine Vertiefung in der Wand ist. Ja, es ist klar, eine 1,2 mm Wand, dann nochmal um 0,2 mm rein. Das wird dann immer dünner, aber ich war guter Dinge, dass das funktioniert. Also der nächste Schritt war einfach ein kleines Fenster da noch reinzusetzen in Form von einer Bohrung. Habe ich noch ein zweites Fenster eingesetzt, weil so eine Kabine hat ja meistens mehrere Fenster. Dann kam noch ein Fenster dazu, hinten auch noch ein schönes Fenster rein. So, das habe ich dann alles miteinander verbunden. So, wenn wir das jetzt alles markieren und verheiraten. So, dann haben wir hier eine Kabine. Ja, machen wir mal eine andere Farbe, das sieht man so schlecht. Genau, dann haben wir hier eine wunderschöne Kabine, die man in einem Rutsch drucken kann, fast ohne Unterstützungsmaterial. Und das zeige ich euch jetzt mal im Slicer von meinem Artillery Genius Pro. Das ist ein ganz kleiner, feiner Drucker, war nicht teuer, habe ich jetzt schon seit bald 2 Jahren. So, und der Plan war dann die Kabine. Die nimmt man da einfach. Zack, dreht die um. Und wir können dann noch auf Vorschau klicken. So schaut das Ganze dann aus. Alles, was jetzt so ein bisschen blau dargestellt ist, das ist dann Unterstützungsmaterial. Aber wie ihr seht, das hält sich echt in Grenzen. Es ist wirklich nicht weiter schlimm. Ja, und so habe ich die Kabine dann ausgedruckt. Die Teile braucht man, um die Kabine, wie gesagt, hier vorne mit dem Clip. Da. Das ist übrigens der Adapter Front. Ich habe das ein bisschen eingebaut, um die ganze Sache ein bisschen noch zu stabilisieren, dass das auch nicht gleich kaputt geht, wenn man das einklipst. Und den Clip-Adapter hinten, den druckt gerade der Drucker noch aus. Da können wir mal schnell hinschauen. Naja, schau her, dürfte gar nicht mehr lange dauern. Wie gesagt, der Drucker ist ein Artillery Genius Pro, ein kleiner mit 22x22 cm Druckbett. Reicht für meine Zwecke, für so kleine Modellbausachen, vollkommen aus. Ja. Und bis jetzt hat er mich noch nicht im Stich gelassen. So, der Clip-Adapter, der ist ausgedruckt. Jetzt machen wir da ein bisschen Sekundenkleber drauf, dann wird das da hinten eingeklebt und dann sollte das schon halten. Also, der Bodyclip ist jetzt trocken, es ist alles fest. Funktioniert genauso wie beim Draxas. Also, ja, jetzt schauen wir uns das mal an, ob das auch passt. Ha, geiler Scheiß. Und somit ist das richtig fest miteinander verbunden. Ja, wie ihr seht, er sackt hinten ein bisschen nach. Aber ich glaube, das kann man so lassen. Verschränkung ist auch relativ gut gegeben. Also mir gefällt das schon echt gut. Aus einer alten, ja, ich sage es mal Tupperdose, aus einer alten Brotzeitdose habe ich die Scheiben rausgeschnitten und eingeklebt von innen. Genauso haben wir hier getönte Scheiben drin. Hier auf der Seite fehlen sie noch, die kleben wir jetzt noch ein. Lackiert habe ich es übrigens einfach mit Sprühdosen und mit ganz normaler matter Farbe. Einfach so ein paar kleine Schablonen gebastelt. Das soll so ein bisschen so ein Wüstentarn-Look sein. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch einen Schnorchel. Der kommt dann noch hier dran. Den habe ich aber absichtlich so grau gelassen. Einfach, dass er sich ein bisschen abhebt. Und dann haben wir hier noch einen Auspuff. Der kommt dann hier noch rein. Aber da muss ich die kleinen Löcher noch ein bisschen aufbohren. Sonst kann man den nicht dran machen. Das machen wir jetzt alles noch. Und ich glaube, dann kann man mit dem Ding auf die Piste gehen.
Noch eine Kleinigkeit zur Kabine, also zum Fahrerhaus. Die habe ich mir bei Fingiverse geholt. Die ist kostenlos. Da gibt es zwei verschiedene Designs. Da gibt es einmal diese da und einmal diese da. Ja, wie gesagt, Fingiverse. Gibt es coole Sachen. Könnt ihr mal vorbeischauen. Wir holen uns da öfter mal was. Leute, mit den letzten Szenen möchte ich das Video auch beenden. Der Kleine da, der hat echt Spaß gemacht, war aber auch jede Menge Arbeit, wie ihr gesehen habt. Hier hinten im Hintergrund ist nochmal das Bild vom Slicer. Also wer Interesse an diesem Camperaufbau hier hinten hat, an dem modifizierten, der kann gerne bei Fingiverse vorbeischauen. Ich blende euch unten in die Kommentare den Link dazu ein. Da sind dann auch diese Bodyclips mit drin und die Verstrebung. Das Fahrerhaus, das war von jemand anderem. Das musste ich auf 5,7% bei mir im Slicer runter reduzieren, dass das von der Größe her einigermaßen gepasst. Ich glaube, das ist von Drucker zu Drucker oder Slicer zu Slicer ein bisschen unterschiedlich. Die Datei hier hinten dagegen, die ist schon in der Größe, wie es dann wirklich gedruckt wird. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, das ist ganz wichtig, dann verpasst ihr solche Sachen nicht mehr. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer hier oben könnt ihr euch noch zwei weitere Videos anschauen. Bis zum nächsten Mal, Servus!